Im äußersten Nordwesten Schwedens, einer menschenleeren Gegend mehr als 1000 Kilometer nördlich von Stockholm, liegt das größte arktische Naturschutzgebiet Europas, der Laponia Nationalpark. Hier lebt seit Tausenden von Jahren das Volk der Samen, die letzten Rentiernomaden der Arktis. In diesen Bergen wurde ich geboren. Hier bin ich aufgewachsen. Auch mein Vater, mein Großvater und mein Urgroßvater haben hier gelebt. Auch Kenneth Pitja gehört zur samischen Minderheit, die über Nationalgrenzen hinaus von der russischen Kola-Halbinsel bis nach Norwegen siedeln. Jetzt, Mitte Juni, fährt Kenneth ins Gebirge, um nach seinen Rentieren Ausschau zu halten. Kenneths Tiere haben einen langen, entbehrungsreichen Winter hinter sich. Der Schnee liegt noch immer meterdick im Gebirge. Außergewöhnlich hoch in diesem Jahr, weil der Winter länger gedauert hat als sonst. Seine Herde ist weit verstreut, denn sie findet kaum etwas zu fressen. Dort drüben verläuft die Grenze zu der benachbarten Samengemeinde. Aber der Grenztown ist immer noch vollständig mit Schnee bedeckt. Unsere Rentiere drängen jetzt auf ihr Gebiet, weil es tiefer liegt und es dort unten schon Gras gibt. Und das müssen wir verhindern. Wir werden das schon irgendwie schaffen. Und doch sehnen wir uns sehr danach, dass es endlich Sommer wird. Doch die Idylle ist trügerisch. Die Kultur und die Lebensgrundlage der Samen sind bedroht. Denn das Klima verändert sich und ihr reiches Land weckt Begehrlichkeit. Auch die Rentierkälber hatten unter den Schneemassen zu leiden. In den ersten Monaten nach der Geburt sind sie von der Muttermilch abhängig. Wegen des knappen Futters hatten sie weniger zu trinken als sonst. Sobald das Gras sprießt, müssen die Jungtiere so viel fressen, wie sie können. Denn die Vegetationsperiode ist in der Arktis kaum 4 Monate lang. Noch vor 50 Jahren lebten ganze Dörfer vom Fischen. Allein von den Rentieren kann Kenneth seine Familie nicht ernähren. Die meiste Zeit verdient er sein Geld auf dem riesigen Akkajaure-See und einem halben Dutzend weiterer Stauseen. Er ist hier der letzte samische Berufsfischer. Die kalten Seen bieten ideale Lebensbedingungen für die Maräne und den Seesaibling. Besonders der dunkelblau und rot schillernde Saibling gilt in den Feinschmeckerlokalen Europas als begehrte Delikatesse. Für mich ist der Fischfang existenziell. Es ist ja mein wichtigster und einträglichster Job neben der Rentierhaltung. Damit ich mich um die Rentiere kümmern kann, muss ich zeitlich flexibel sein. Und da ist das Fischen optimal. Damit komme ich gut über die Runden.
Früher führten die Samen von Norwegen bis zur russischen Kola-Halbinsel ein selbstbestimmtes, grenzenloses Nomadenleben. Längst aber ist ihre Kultur bedroht. Klimawandel und handfeste wirtschaftliche Interessen machen ihrer traditionellen Lebensweise zu schaffen. Kilometer talabwärts am Beginn des Akajaure-Sees. Hier befindet sich ein kleiner Warenumschlagplatz für den Fisch. Von hier aus wird er per Laster weitertransportiert. Kenneth hat Glück. Ein Tiefkühllaster steht bereit und er muss den Fisch nicht selbst in die nächste Provinzstadt fahren. Der 80-jährige Per Suora war früher selbst Fischer. In Zeiten, als es weder Motorboote noch Straßen gab und die Samen ihre Fischkähne noch aus Fichtenholz bauten. Hier lagen früher die Boote unserer Samengemeinde für die Umzüge von den tiefer gelegenen Seen zu unseren Sommerweidegründen. Wir hatten damals nur Ruderboote, um von einer Seite zur anderen zu kommen. Das waren harte Zeiten. Als die Rentiere am Ende des Sommers zur Küste gewandert sind, haben wir sie hier einfach über die Seen schwimmen lassen. Heute ist das nicht mehr möglich. Aus den kleinen Naturseen sind riesige Stauseen geworden. Und die Temperaturen sind gestiegen. So ist auch das Wintereis zu dünn geworden, als dass die Rentiere es noch überqueren könnten. Kenneth hat von Kindesbeinen an gelernt, wie man Rentiere züchtet und Fische fängt. Zu Großvaters Zeiten gehörten Seen und Wälder noch allen Samen. Bis die schwedischen Kolonisatoren auch in den Bergen Zäune zogen und das Land aufteilten. Wir haben die Natur nur auf Zeit ausgeliehen, denn wir sind nur eine kurze Zeit hier auf dieser Welt. Ich jedenfalls möchte sie in einem genauso guten Zustand zurücklassen, wie ich sie vorgefunden habe. Ich fische und jage. Aber ich nehme nicht alles. Ich nehme nur so viel, wie die Natur es verträgt. Und dann lasse ich sie in Ruhe. So geht es nie zur Neige. Denn ich möchte meinen Kindern einmal etwas Schönes hinterlassen. Ja, hallo. Kenneth hat Sehnsucht nach seiner Frau Lise und seinen Kindern. Die meiste Zeit des Jahres lebt er von seiner Familie getrennt. Lise lebt in der 200 Kilometer entfernten samischen Kleinstadt Jokkmokk. Trotz der Distanz verbindet die Eheleute eine große Nähe. Lise arbeitet als Schneiderin von zu Hause aus. Weit über Jokkmokk hinaus gilt sie als Spezialistin für samische Trachten. Jede Familie und jedes Gebiet hat andere Muster und Traditionen. Lise kennt sie alle. Ich habe eine Bestellung für eine Kindertracht bekommen. Zuerst mache ich einen normalen Ärmel, dann wandle ich ihn um in einen traditionellen Trachtenärmel. Auch die Trachten ihrer Kinder Nika und Elle Laure hat Lise selbst geschneidert. Die sogenannten Colts werden durch Gürtel, Broschen und Silberschmuck ergänzt. Die Tracht ist weit mehr als nur Folklore. In ihr drückt sich die Herkunft ihres Besitzers aus.
Früher war es Tradition, dass jede Familie ihre Trachten selbst genäht hat. Aber heute leben die meisten getrennt von den Alten, die noch das Wissen von früher haben. Vielerorts ist es ganz verloren gegangen. Aber ich will es zurückerobern. Oft ist das ein sehr starkes Erlebnis, wenn Angehörige von Familien, in denen schon lange keine Tracht mehr getragen wurde, sie zum ersten Mal wieder anziehen. Manche von ihnen weinen dann sogar. Ich sehe es als meine Aufgabe, den Samen ihr Gespür dafür wiederzugeben. Das bin ich. Die jungen Samen schämen sich nicht mehr für ihre alten Trachten und Traditionen. Inzwischen werden sie wieder voller Stolz zu Konfirmationen und Hochzeiten hervorgeholt. Die samische Handwerksschule in Jokkmokk. Hier erlernen junge Samen das Handwerk ihrer Vorfahren. Die Frauen entrinden Birkenstämme. Mit der Borke werden Rentierfelle enthaart und gegerbt, damit das Leder zu Hüten, Taschen, Hosen oder Schuhen verarbeitet werden kann. Auch Nika, der jüngste Sohn von Kenneth und Lise, besucht seit ein paar Wochen die staatlich finanzierte Institution. Diese Partie hier ist sehr flach und gerade. Da kannst du ein gutes Stück raussägen. Du kannst auch hier absägen, dann hast du noch Material für einen Messerknauf. Auch für Nika ist vieles neu. Mit seinen Brüdern ist er lange auf eine schwedische Schule gegangen. Nun lernt er, wie seine Vorfahren aus Rentiergeweihen Messer, Knöpfe und Schmuck herstellten. Ich werde ja irgendwann Rentierhalter sein. Und deshalb überlege ich mir, was ich in den Phasen machen kann, wo wir uns nicht um die Tiere kümmern müssen. Und da passt dieses Handwerk eben gut dazu. Es liegt mir auch deshalb, weil ich gerne alleine arbeite. Viele Schüler sind ohne ihre samische Muttersprache aufgewachsen und müssen sie erst wieder erlernen. Lehrer Nils Johan Labba will ihnen vor allem beibringen, wie ihre Vorfahren überleben konnten, dank Materialien und Werkzeugen, die ihrer Lebensweise perfekt angepasst waren. In meiner Generation sind wir nicht mehr mit dem Handwerk zu Hause aufgewachsen, wie noch vor 100 Jahren. Damals war es ein natürlicher Teil des Nomadenlebens. Jetzt ist diese Schule eine Art Ersatz dafür geworden. Das Interesse der jungen Samen an dem alten Handwerk ist riesengroß. Deswegen ist es wichtig, dass es diese Schule gibt. In der Kreisstadt Jokkmokk leben 3000 Einwohner, Tendenz steigend. Als eines der wenigen Zentren der samischen Kultur zieht sie immer mehr junge Familien an. Doch kaum 50 Kilometer weiter entfernt lauert in einer unscheinbaren Gegend mitten im Wald eine noch unsichtbare Bedrohung. Gallok nennen die Samen diese abgelegene Gegend, zu der uns der Samendorfvorsteher Jakob Nygaard mitnimmt. Vor 2 Jahren stießen hier die örtliche Bevölkerung und Naturschützer auf der einen und die schwedische Zentralgewalt auf der anderen Seite aufeinander. Zum ersten Mal wehrten sich junge Samen gegen die drohende Zerstörung ihrer Lebenswelt. Ich stehe mit gemischten Gefühlen.
Vor 5 Jahren war hier alles noch unberührt. 2 Jahre später kamen Typen mit Bohrgeräten. Und 2013 standen hier dann 600 bis 800 Menschen, die versucht haben, die Mine zu stoppen. Stein des Anstoßes war ein fußballplatzgroßes Gelände, auf dem der britische Minenkonzern Beowulf mit Erlaubnis der schwedischen Bergbaubehörde Probebohrungen durchführte. Scum! 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 Um Gallock herum befinden sich riesige Eisenerzlager, die laut Gesetz, anders als das Land, immer noch dem schwedischen Staat gehören. Keiner hatte mit dem Widerstand der Lokalbevölkerung gerechnet, der sich zu einem internationalen Protest ausweitete. Die Entscheidung über das Schicksal von Gallock liegt inzwischen bei der Regierung in Stockholm. Die Verlockungen neuer Arbeitsplätze und riesiger Profite sind so groß, dass Jakob Nygaard das Schlimmste befürchtet. Wir stehen hier genau über der Eisenerzader. Hier liegen noch Felsstücke herum, die sie herausgesprengt und liegen gelassen haben. Das sind diese dunkleren Steine hier. Sie sind viel schwerer als normale Steine. Sie sind viele Milliarden wert, heißt es. Aber für mich sind sie wertlos. Gallock liegt in unmittelbarer Nähe zum Laponia-Nationalpark. Die Mine würde auch die Weidegründe und Wanderwege ihrer Rentierherden für immer zerstören. Uns interessiert das Geld nicht. Wir brauchen das Weideland für die Rentiere. Die können kein Geld fressen. Wir Samen sind darauf angewiesen, dass dieses Weideland erhalten bleibt. 2 Welten prallen aufeinander. Die Gegenseite kann sich einfach nicht vorstellen, dass wir 7 Generationen im Voraus denken, damit wir unsere alte Lebensweise erhalten können. Es ist Mittsommerzeit. Kurz vor Mitternacht steht die Sonne am Polarkreis immer noch am Horizont. Nie verschwindet sie in diesen Tagen ganz. Nach einem kurzen Frühling ist auch im Gebirge endlich der Sommer eingekehrt. Kennets Rentiere finden mittlerweile genug zum Fressen. Sie müssen sich beeilen, wenn sie noch genügend Fettreserven zulegen wollen. Im Zentrum des Laponia-Nationalparks liegen die Stora Sjufallet-Wasserfälle. Auch sie wurden durch einen großen Damm gezähmt. Anders als die Wassermassen, die von den Bergflanken in den Stausee hinabfallen. Sie sind in diesem Jahr noch gewaltiger als sonst. Auch Kennets Onkel Johann kennt den Stausee seit seiner Kindheit. Er hat erlebt, wie seine Mauern im Auftrag des staatlichen Energiekonzerns Vattenfall immer weiter erhöht wurden. Während der Stausee im Frühjahr nur knapp 100 Quadratkilometer groß ist, schwillt er bis zum Spätsommer um das 2,5-fache an.
Nach der letzten Regulierung mussten wir mit unseren Hütten mehrere hundert Meter weiter nach oben ziehen. Es sind dabei große Weideflächen verloren gegangen. Das war für uns sehr beschwerlich und deprimierend. Aber so ist es nun einmal passiert. Und so sah unsere Wirklichkeit damals aus. Damals kam wohl keiner auf die Idee, die Samen zu fragen. Es wurde einfach gemacht. Die Rentierzüchter wurden vertrieben oder mussten immer mehr an die Ränder der Stauseen ausweichen, bis sie kaum mehr Platz für ihre Hütten hatten. Auch der Besitzer dieser Hütte wohnte früher weit unten. Dann musste er umziehen, als der Staudamm reguliert wurde. Die meisten, die hier für länger wohnten, bauten diese Art von Hütten. Diejenigen, die mehr herumgezogen sind, haben in Zelten gewohnt. Die Hütte lag vorher weit unten. Man kann sich heute gar nicht mehr vorstellen, wie es früher dort unten ausgesehen hat. Es war ein schönes Tal, mit weich geschwungenen Hügeln. Die Wurzeln am Seeufer sind stumme Zeugen des verlorenen Landes. Um diese Jahreszeit sieht der Stausee aus wie eine fast leere Badewanne. Bis zu 30 Meter variiert der Wasserpegel zwischen Frühjahr und Herbst. Aus dem Gebiet des Laponia-Nationalparks gewinnt der schwedische Staat fast ein Drittel seines jährlichen Strombedarfs. Aber erst Jahre nach den Enteignungen erhielten die Samen kleinere Entschädigungszahlungen. Die Weidegebiete für die Rentiere sind deswegen dramatisch geschrumpft. Der samische Maler Lars Isson erinnert an die Traditionen seines Volkes. Alte Mythen und Bräuche sind die Motive seiner Bilder. Sogar in New York wurden sie ausgestellt. Das hier ist das Rentier der Schamanen. Die Schamanen wurden Noid genannt. Als der Schamane sich in Trance versetzt, verwandelte er sich in einen Vogel. Hier sieht man die Flügel oder auch Nordlichter. Isons Familie wurde in den 30er Jahren aus Norwegen nach Schweden zwangsumgesiedelt. Der Grund? Ihre Rentiere grasten genau auf dem Grenzgebiet. Eine Trennung, die die Samen bis heute nicht akzeptiert haben. Meine Eltern wurden gezwungen, alles zu verlassen. Ihre Hütten, alles, was sie besaßen. Bei der Zwangsumsiedlung konnten sie nichts mitnehmen. Entschädigt wurden sie auch nicht. Keinen Cent haben sie erhalten. Unvorstellbar, dass man Menschen so behandelt. Ausgerechnet der staatliche Energiekonzern Vattenfall beauftragte Isson vor einigen Jahren, eines der naturzerstörenden Stauwehre zu verschönern. Obwohl Isson von den Samen dafür angefeindet wurde, hatte er dabei durchaus Hintergedanken. Das hier ist eine samische Schamanentrommel. Die meisten dieser Trommeln wurden von christlichen Missionaren verbrannt. Meine Trommel hier und auch die Gemälde meiner Kollegen haben Vattenfall zuletzt viele Probleme bereitet. Das Kraftwerk hat nie ordentlich funktioniert. Seit Jahren versuchen sie es zu reparieren. Vielleicht hat die Trommel also doch ihr Gutes bewirkt, auch wenn wir keine Schamanen sind. Der Glaube an die eigene Kraft und die Ebenbürtigkeit der eigenen Kultur. Hier an dem kleinen Stauwehr nördlich von Jokkmokk scheinen die Samen dem schwedischen Staat zumindest symbolisch Paroli zu bieten.
Die alten Wunden aber sind längst nicht verheilt. Bis in die 60er Jahre galten die Samen in Schweden als Menschen zweiter Klasse. Ich wohne zwar in Schweden, aber als Schwede fühle ich mich dennoch nicht. Das bin ich nicht. Für den schwedischen Staat bin ich doch nur ein exotisches Postkartenmotiv. Ansonsten wäre es Ihnen am liebsten, ich würde mich unter dem Sofa verstecken. Drei Monate später kehren wir in den Laponia-Nationalpark zurück. Schon Mitte September sind in den Bergen die Anzeichen des Herbstes unübersehbar. Unter der langen Sonneneinstrahlung in den Sommermonaten sind Heidelbeeren, Preiselbeeren und die nur hier wachsenden, vitaminreichen Moltebeeren schnell herangereift. Auch die Rentiere haben dank der Sonne kräftig zugelegt. Ihre Kälber stehen jetzt auf robusteren Beinen. Für Kenneth und Lise ist dies ein besonderer Moment im Jahr. Die Familie trifft sich mit anderen Mitgliedern der Samengemeinde. Gemeinsam treiben sie die Rentiere zusammen. Denn jetzt wird ein kleiner Teil der Herde, vor allem die älteren männlichen Tiere, geschlachtet. Die Zeiten, in denen die Tiere noch mühsam zu Fuß und mit Hunden zusammengetrieben wurden, sind vorbei. Sogar Hubschrauber werden mittlerweile eingesetzt. Schließlich wird die Herde in ein großes Gatter auf der Hochebene gepfercht. Zunächst trifft Familie Pitja unter Kennets Aufsicht ihre Schlachtvorbereitungen. Kenneth ist als Lassowerfmeister hoch angesehen. Oft wird er von anderen Gemeinden gebucht. Aber jetzt gilt es, in der großen Herde die eigenen Tiere wiederzufinden und einzufangen. Nach so langer Zeit wirft auch ein Meister mal daneben. In diesem Jahr ist wegen der verschobenen Jahreszeiten alles noch komplizierter. Ein Teil der Jungtiere kann erst jetzt markiert werden, anstatt wie sonst üblich im Juli. Dieses Tier aber gehört wohl doch einem anderen Besitzer. Inzwischen hat Nika einen jungen Bock entdeckt, der seiner Familie gehört. Gemeinsam wird er gefangen und markiert. Danach darf er zu seiner Herde zurück. Dieses männliche Tier wird von Kenneths Sohn Pawa für die Schlachtung gefangen. Siehst du, Pawa, du hättest ruhig noch ein paar mehr Muskeln zulegen sollen. Sprichst du mit dir selbst? Kennets Familie verarbeitet das komplette Tier. Aus dem Blut wird Wurst gemacht, auch Innereien, Fell und Geweih sind wertvoll. Die härteste Arbeit kommt am Schluss. Ich schaffe es nicht. Meine Handgelenke sind nicht stark genug.
Du musst die Knochen erst auseinanderdrücken. Kennets Familie ist zufrieden. Im Winter treiben sie die Herde noch einmal zusammen. Dann werden sie mehr Tiere schlachten, um das Fleisch zu verkaufen. Ja, es ist einigermaßen gut gelaufen. Wir haben 3 Rentiere zum Kochen geschlachtet und damit sind wir zufrieden. Das wird schon für unseren Bedarf der nächsten Monate reichen. In manchen Zeiten ist dieses Leben schon schwierig gewesen. Aber es ist wohl auch so, dass man sich daran gewöhnt, dass man viel Zeit für sich allein hat. Es ist ganz klar, es gibt Tage, da ist es schwierig. Aber so ist es nun mal. Denn es gibt ja ein höheres Ziel. Und das darf man bei alledem nicht aus den Augen verlieren. Wir machen das ja für unsere Kinder. Wir wollen, dass sie einmal die Möglichkeit haben, dieses Leben weiterzuführen. Und deshalb haben wir keine andere Wahl. Kennets große Söhne Pava und Nika ziehen ins Hochgebirge. Die Elchjagd hat gerade begonnen. Das Jagdrecht auf Großwild steht laut Gesetz hier nur den Samen zu. Auch das Fleisch der Elche ist eine wichtige Einnahmequelle für die Familie. Die Ebene von Sirtas bietet die arktische Natur noch einmal ein Feuerwerk der Farben auf. Die Wildnis zeigt sich von ihrer schönsten Seite, bevor sie in wenigen Wochen vom ersten Schnee zugedeckt wird. Doch die Verschiebung der Jahreszeiten macht in diesem September auch das Jagdglück der beiden Pitya-Brüder zunichte. Die Bäume tragen immer noch viel zu viel Laub. Es ist immer noch so dicht, dass man die Elche einfach nicht entdecken kann. Nika und Pava müssen sich gedulden und wiederkommen, wenn das Laub in wenigen Wochen abgefallen sein wird. Dann sind die Elche leichter aufzuspüren. Langweilig wird es hier oben nie. Nika nagelt die Rentierfelle zum Trocknen an die Hauswand. Er will sie in der Stadt verkaufen. Am allerschönsten finde ich es, draußen zu arbeiten. Es ist einfach wunderbar und es gibt nichts, was ich lieber machen möchte. Ich rechne aber damit, dass es noch einige Jahre dauern wird, bis ich von der Rentierzucht leben kann. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr.
Er kann die Evaporieren schützen. Eines Tages wird Kenneth seine Herde an seine vier Kinder vererben. Das ist alte samische Tradition. Nur zusammen können die Kinder als Rentierzüchter überleben. Pava, der zweitälteste, lebt als einziges Familienmitglied in der Minenstadt Jelivare. Dort hat er erste Auftritte als Musiker und Schauspieler. Doch die Rentierzucht und die Familie sind nach wie vor sein Lebensmittelpunkt. Das hier ist meine Heimat. Ich bin sehr dankbar, dass ich hier leben darf. Ich schätze mich sehr glücklich, dass ich in dieses Leben hineingeboren wurde und ich ein Teil dieses Landes sein darf. Es gibt nicht viele Menschen, die das hier erleben dürfen. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber die Familie, die Natur und die Rentiere, all das bedeutet Freiheit. Die Freiheit, hier zu sein und hier leben zu dürfen. Pavas große Leidenschaft gilt den Liedern seiner Vorfahren, den sogenannten Joiks. Die Gesänge waren in Schweden lange verboten. In seinen eigenen Kompositionen besingt Pava Erlebnisse aus seinem Leben. Ja, ruoksis mie syle paljistie vain, ja leggi vain muu syäi vuini. Na lululululla, na lululululla. Ja koihki paata tamannin nurhtas muu maramanja jorkalate. Na lululululla, na lululululla. Kotat helvää sahtana piru latti, mi optal puhtaa voi piru fanan, ja suoli joukkuu ja roski kuotana. Lululululla, 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 wenn die letzten Wanderer, Hobbyfischer und Jagdtouristen in der zweiten Septemberhälfte das Hochgebirge verlassen, sieht das Land der Samen fast wieder so unberührt aus wie früher. Der Winter kommt schnell. Weiter oben ist der erste Schnee gefallen. Kenneth fischt mit Netzen. In dieser Jahreszeit verfängt sich darin eine besonders kostbare Beute. Ganz normal. Der Fang war ganz in Ordnung. Ich hatte nicht so viele Netze draußen, deshalb bin ich auch zufrieden. Außerdem steigt der Wert der Maränen jetzt im Herbst während der Kaviarzeit. Dieser Kaviar ist extrem begehrt. Deshalb lohnt es sich, diese Fische jetzt zu fangen. In den Luxusgeschäften von Stockholm wird dieser Kaviar fast in Gold aufgewogen. Hier oben ist es jetzt die Seeforelle, die sich stark verbreitet. Sie verdrängt die Saiblinge immer dann, wenn die Wassertemperatur steigt. Und dieses Phänomen beobachten wir hier gerade. Der Seesaibling hat das Nachsehen.
denn er mag es gerne kalt. Das ist nur ein Zeichen, das wir hier oben bemerken. Etwas passiert in der Natur. Nur die Erderwärmung kann dafür verantwortlich sein. Es sind viele kleine Dinge, die die Idylle im Laponia-Nationalpark eintrüben. Das Profitstreben der Energiekonzerne, Wilderer und rücksichtsloser Tourismus. Auch die Entscheidung über den Bau der Mine ist weiter offen. Eine einzigartige Welt droht dadurch verloren zu gehen. Nicht nur für die Samen. Wir werden von vielen Faktoren bedroht. Die größte Bedrohung aber ist der Raubbau des Menschen an der Natur. Dieses Besitzdenken erschreckt mich am meisten. Und so bereichern sich viele an der Minderheit, die hier lebt, und an der Natur. Hier oben bin ich der Herr meiner eigenen Zeit. Ich verrichte die Arbeit, die ich gerne tue, an einem Ort, den ich liebe. Es fällt mir schwer, die richtigen Worte zu finden. Ich denke ja nicht in gewöhnlichen Bahnen, aber für mich ist das hier die einzige Art zu leben. Gestern Nacht bin ich noch mal raus an die frische Luft. Es waren Milliarden von Sternen über mir. Und dann waren da die unglaublichsten Nordlichter. Da habe ich gedacht, das hier ist das größte Glück auf Erden.